Stammbaum der Zwerge von Erebor, wie er von Gimli, Gloins Sohn, für König Elessar aufgestellt wurde. Hier nochmal zu sehen. Das Buch, aus dem ich gelesen habe, von J.R.R. Tolkien, und zwar hintergründliche Geschichten über der Herr der Ringe, Anhänge an nahende Könige und Herrscher, Zeittafel der Westlande, Familienstammbäume, Auenlandkalender, Schriftzeichen und Buchstaben. Es ist erschienen, Hobbit Presse Klett-Cotta ist der Verlag natürlich, der Verlag des Buches, Ausgabe 1983, das war die Zeit 1983, als ich zum ersten Mal den Herrn der Ringe las. Gleich mehrfach, weil ich war so angerührt von der Geschichte, dass ein Mensch so viel Fantasie, also ein Schriftsteller Tolkien, der hatte so viel Fantasie, eine Welt zu erfinden mit verschiedenen Sprachen, Völkern, Rassen, Kriegen, gleichzeitig die Landschaft gestaltet, wo die einzelnen Gebirge lagen und so weiter. Alles in seiner Fantasie. Und er ist eigentlich die Grundlage von sämtlichen heute auf der Welt existierenden Fantasy-Stories. Er hat damit begonnen, einfach. Und zwar vor dem Zweiten Weltkrieg hat er den Herrn der Ringe begonnen und während des Zweiten Weltkrieges geschrieben und danach hat er ihn beendet, kurz danach. Und wahrscheinlich ist es auch deshalb so düster geworden, sagen viele, die diese Sache da verfolgt haben, die auch die Bücher gedeutet haben von ihm. Und mich hat es sehr begeistert, in einer Zeit, es gab weder Computeranimation, noch gab es Zeichentrickfilme über Tolkien. Mich hat es unheimlich berührt, weil es war so fantasieanregend, sich diese Welten vorzustellen. Also jetzt wissen wir, wie Mittelerde aussieht, weil wir die Filme alle gesehen haben. Damals gab es nur die eigene Fantasie. Und jeder hat wahrscheinlich, der dieses Buch gelesen hat, der hat die Welt etwas anders gesehen. Die war zwar beschrieben, aber die Landschaften, die vor dem geistigen Auge beim Lesen ablaufen, die Bilder, die ablaufen vor dem geistigen Auge, waren sicherlich bei jedem Leser etwas anders. Und das ist das Faszinierende an diesem Buch. Es ist stellenweise sehr trocken geschrieben, auch in einer alten Schreibweise, zum Beispiel über das Auenland, ist er vielleicht etwas langatmig zu beginnen, aber dann, gut, als junger Mann habe ich sehr viel, die Schlachten haben mich natürlich fasziniert, die dann dargestellt wurden. Ne? Und ja, so viel dazu. Und deswegen habe ich dieses Buch gekauft. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Eine Story werde ich wahrscheinlich nicht vorlesen können, weil die einfach zu rührend ist. Und zwar die Liebesgeschichte von Aragorn und Arwen, die dann praktisch eher ihre Unsterblichkeit der Liebe wegen aufgegeben hat. Vielen Dank. Es ist auch ein Versuch mit meinen zwei Kameras, das ein bisschen interessant zu gestalten. Ich wünschte mir einen besseren Hintergrund mit vielleicht ein paar Postern, habe ich alles nicht. Naja, mal sehen, was daraus geworden ist. Und ich kann weiterhin meine Schnitttechnik üben, aus zwei Videofilmen einen kompletten mit zwei verschiedenen Schnitten Blickwinkel zu machen. Vielen Dank für die Geduld. Bis zum nächsten Roman. Ich werde wahrscheinlich später mal mehr Kinderbücher vorlesen, weil ich werde ja bald Großvater, also adoptierter Großvater. Dauert nicht mehr so lange und irgendwann werde ich dem Kleinen wohl Geschichten vorlesen. Und auch ins Internet setzen. Warum nicht? Ne? Wenn die jemand lesen will oder hören will. Ich bemühe mich auch deutlich zu sprechen. Ich weiß, meine Stimme ist nicht so gut geeignet, aber ich bemühe mich. Es ist ein Hobby. Vielen Dank für die Geduld. Tschüss, das war's dann. Bye bye an alle.